Ja, hallo Leute. Es ist Freitagnachmittag und was läge da näher, als mal ein Video auf Deutsch aufzunehmen? Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das auf Deutsch auch kann, aber ich probiere das hier einfach mal. Ihr merkt schon, meine Muttersprache ist eigentlich Deutsch. Na, mal sehen. Also. Die letzten Signale. Also, erstmal zum Jahreswechsel gab es hier sehr schöne Signale im Dollarindex, im Euro-Dollar. Und jetzt vor kurzem wieder neue starke Signale. Und zwar jetzt Long im Euro-Dollar und Short im Dollarindex. Diese Skala hier ist invertiert. Ganz frisch ein Signal Long im FGBL und das letzte Signal hier im Aktienmarkt war Short, wurde aber ausgestoppt auf Einstand in diesem starken Move nach den Nvidia-Zahlen. Okay, fangen wir an mit dem Euro-Dollar. Formation-wise. Könnte das hier eine invertierte Schulterformation werden, wenn wir noch ein bisschen tiefer abtauchen? Denn Trendlinien-wise, ich kann das leider weise, ne? Weise kann man auf Deutsch auch sagen. Trendlinien-weise ist das hier, hatten wir hier verschiedene wichtige Trendlinien. Das hier ist schon eine etwas ältere, wurde gebrochen, aber immer wieder sehr schön bestätigt. Habe ich auf Englisch in den letzten Tagen schon besprochen, glaube ich. Ne, man sieht das hier, wurde zwar gebrochen, das ist halt so typisch für den Euro-Dollar, der bricht gerne mal, er macht gerne mal solche Fake-Moves, aber zeigt zwischendurch immer noch, worum es eigentlich geht. Das sieht man dann hier, hier, hier mehrfach, hier wieder. Und wir sind halt drüber, aber wie ihr seht, das wird nicht immer respektiert. Es kann durchaus nochmal hier drunter tauchen und dann erst nach oben abtauchen. Dass wir jetzt diese nochmal sehen, das wäre schon ziemlich tief, aber unmöglich ist es auch nicht. Wäre halt auch nochmal eine schöne Bestätigung dieser Trendlinie, die ja bisher nur von unten immer angelaufen wurde. Einmal. Nee, die hat noch keinen Rebound von oben gesehen. Wäre durchaus möglich, wäre halt relativ tief. Ich weiß nicht, ob es noch so tief geht. Aber wäre eine Möglichkeit. Und Elliott Wave Weise 1, 2, 3, 4, ein bisschen tief. Aber die 2 war halt extrem shallow, wie heißt das? Seicht. Die war ganz niedrig, seicht. Dann die 4. als der Kontrapunkt sozusagen. Und dann die 5. Das hier, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, ich habe das ausgemessen, dass das noch hinkam. Dass die 3. nicht die kürzeste ist. Und dann das hier als eine Flat-Korrektur. Die dann durchaus bis hier gehen könnte. Oder auch hier bis zu der alten Trendlinie. Oh, es ist so kalt heute. Ich bin draußen hier, es ist so viel. Okay, gehört das eigentlich dazu? Nee. Das gehört überhaupt nicht dazu. Hier im Dollarindex das gleiche Bild. Eigentlich 1 zu 1 übertragbar. Hier im Bund Future. Das letzte Signal kam hier oder ein bisschen, ich glaube, das deutete sich so an. Ich glaube, es drehte hier schon ein und hier wurde es dann stärker, so um den Dreh ungefähr. Ich glaube, der Verhältnis muss eigentlich korrekterweise ein bisschen höher sitzen. Ja, das könnte, hier kam nicht gute, sondern
Dovische, was heißt das, taubenhafte Nachrichten aus der EZB. Und daraufhin heute dieser kräftige Move nach oben. Könnte der Beginn eines neuen Impulses aufwärts sein? Durchaus möglich. Könnte auch noch, theoretisch könnte es auch noch eine Korrektur sein, wenn wir jetzt demnächst nach unten abdrehen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es das war. Selbst wenn wir nochmal runtergehen, ist das das hart verdrahtete Signal, also das systemtechnische Signal, down. Und also selbst wenn wir nochmal tiefer gehen würden, wäre das eine Nachkaufgelegenheit. Ja, haben wir das? Trendmäßig habe ich jetzt hier noch nicht so viel gemacht. Können wir ja spaßeshalber mal machen. Wenn mir mal irgendwer erzählen könnte, wie man diese Software hier besser bedient. Aber ja, auch schon drüber. Könnte man schon fast sagen, dass das hier eine Bestätigung war. Nee, nicht richtig. Einmal gebrochen drüber. Nee, noch nicht so. Aber im Bund Future gelten eh andere Gesetze. Der ist nicht so. Der orientiert sich an anderen. Ja. Und der Aktienmarkt. Ja, diese C hier, truncated, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Abgeschnitten, verstümmelt, truncated. Wie auch immer. Ja, schade. Im Nasdaq war diese Korrektur wunderbar ausgebildet. Hier im S&P 500 nicht und im DAX erst recht nicht. Der DAX hat ja quasi eine Korrektur nach oben gemacht. Ja? Also sowas Verrücktes, aber das ist halt unser DAX. Ne? Ja, und also wenn das hier eine 4 war, ich gehe mal raus, bisschen größer. Wenn das hier eine 4 war, dann ist das jetzt hier halt eine 5. Logischerweise. Die Frage ist nur, ist das schon die ganze 5? Weil es wäre für eine 5 nach diesem großen Move hier ziemlich, oder der Move ist ja noch viel länger eigentlich, ne? Der geht ja schon 4 Monate. Wäre es eine extrem kurze 5. Das heißt, wir könnten, also im Extremfall kann es hier schon vorbei sein. Es kann aber auch sein, dass wir jetzt erstmal eine 2 sehen, dann noch eine 3, eine 4 und eine 5 nach oben. Das kann beides sein, kann ich nicht sagen. Aber theoretisch kann die 5 auch hier schon vorbei sein. Die Frage ist halt so vom Charakter. So eine steile 5 ohne jeden Rücksetzer. Ne? Das hier ist dann die 2 und das hier ist die 4. Und wir haben ja schon jetzt einen viermonatigen Move eigentlich seit Oktober gesehen, der auch schon ohne Rücksetzer, quasi ohne Rücksetzer verlief. Ich bin jetzt nicht so der EW-Experte, ob das sein kann, dass. Aber eigentlich, so vom Charakter her, so ein letzter Spike ohne Rücksetzer nach einem Move ohne Rücksetzer. Ich weiß nicht, aber von der Länge her ist es eigentlich zu kurz. Also könnte durchaus sein, dass sich das Ganze noch ein bisschen hinzieht. Kann man auch noch aus anderen Gesichtspunkten, kann man das auch gut begründen, dass es sich doch noch ein bisschen hinzieht. Zum Beispiel, ja, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Also, ja, und korrelationsmäßig spare ich mir jetzt mal heute. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und das hier, just my personal trading, ist nur mein persönliches Trading-Tagebuch, kein Trading-Ratschlag. Schönes Wochenende.